Aber gut, lass mich mal den letzten Stream zusammenfassen. Wir haben mit Sicherheit wieder Sidequests gemacht, weil wir immer Sidequests machen. Und sind mit Sicherheit auch viel hin und her gerannt. Die ganzen Pepes im Chat. Weil die Musik ist auch echt gut hier drin. Und dann waren wir ja in Großfrostheim, auf das ich mich ja doch sehr gefreut habe, weil es eben das Eisgebiet ist. Am Ende war es nur Kleinfrostheim. Letztendlich war es dann doch nicht ganz so groß, wie der Name vermuten ließ. Und das, ja, Kleinrussheim. Und das hat mir auch nicht... Also ich fand es jetzt nicht schlecht, muss ich sagen. Also ich fand den Ort eigentlich ganz cool. War von der Thematik her doch ganz interessant gemacht. Und auch alles, was storymäßig drumherum gebaut wurde, dass wir eben erstmal Leute suchen mussten, um die Kanone starten zu können. Das war eigentlich schon cool, aber die Messlatte war eben sehr weit oben im Vergleich zum, ich weiß gar nicht, wie das Gebiet im ersten Teil hieß. Da war auf jeden Fall der Kristallpalast. Bibber City. War nicht irgendwas mit Bibber? Es kann sogar hinkommen, dass das so hieß. Bibber City. Aber ja, das Gebiet im ersten Teil war halt schon sehr, sehr, sehr toll. Deswegen war die Messlatte hier sehr, sehr, sehr hoch. Und Großfrostheim, ja, ist da nicht so ganz rangekommen. Peter, Dankeschön für 11 Monate Treue. Deswegen, ja, war natürlich ein bisschen schade, aber ich habe mich abreagiert, ich habe es akzeptiert. Und ich sag mal so, dieses Krusionen-Hauptquartier hier zählt ja prinzipiell auch noch zum aktuellen Kapitel, dementsprechend auch noch zum Großfrostheim-Kapitel. Das heißt, wenn der Ort hier jetzt richtig geil ist, kann es das ja vielleicht sogar noch mal rausreißen. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, was uns hier erwartet. Prinzipiell müsste hier irgendwo noch ein Sternjuwel sein, weil angeblich ist ja auf dem Mond eins versteckt. Ich glaube aber nicht, dass es der Final Dungeon ist. Also das wäre irgendwie zu seltsam, so Kapitel 7 oder so, ich weiß es nicht, into Finale. Also ich glaube, vermutlich können wir hier eventuell das letzte Sternjuwel bekommen, vielleicht sogar Peach retten. Und ich denke, der Final Dungeon letztendlich wird vielleicht irgendwas mit dem Äonentor zu tun haben. Weil, naja, das ist ja auch noch da. Und das wird sich ja wahrscheinlich auch irgendwann öffnen. Dann kommt die ganze Finsternis raus und dann habe ich ein Problem. Deswegen, ich glaube, wir werden heute nicht durchkommen. Aber zumindest den Dungeon vielleicht machen. Ich möchte es natürlich übrigens nicht wissen, ob das hier der Final Dungeon ist oder nicht. Das werde ich schon herausfinden. Aber Gott sei Dank sind ja nicht mehr so viele Leute da, die mich potenziell spoilern könnten. Da haben wir uns im letzten Stream ja schon drum gekümmert. So, ich glaube, hier hatte ich ja alles erkundet. Ich glaube, ich musste jetzt mit dem Fahrstuhl fahren, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mhm. Genau, den Raum hatten wir. Bin mal gespannt. Ich bin eine Meisterin der Seitenhiebe. Also jetzt wirklich, ihr könnt gerne mal den Wachdienst fragen. Da rege ich mich halt auch manchmal über dumme Leute auf. Also nicht über euch, also wirklich über dumme Leute, die dann auch wirklich gebannt werden, ne? Und ich kann schon gut Seitenhiebe verteilen. Das fand ich super witzig. Ich glaube, das hat Jules letztens gesagt. Sie meinte, bevor ich in den Wachdienst kam, dachte ich eigentlich, du bist so der liebste Mensch auf der Welt. Das fand ich übrigens sehr lieb, die Aussage, dass man mich als lieb einstuft. Jetzt, wo ich im Wachdienst bin, weiß ich aber, dass du auch richtig hart savage sein kannst. Und ich so, ups. Also ja, ich glaube schon, dass ich eigentlich ein netter Mensch bin. Ein netter, höflicher Mensch so insgesamt, wenn ich das selber so einschätzen kann. Meistens. Aber, meistens, genau. Aber wenn man mich halt wirklich nervt und reizt und spoilert und sowas. Hallo. Dann kann ich auch echt unfreundlich werden. Beziehungsweise ich bin, glaube ich, niemand, der dann wirklich direkt kommt und jemanden beleidigt. Das nicht. Außer ihr nebelt mich ein. Ich bin dann halt eher so die Person, ich verteile dann halt so ein bisschen die Seitenhiebe oder bin dann eher so ein bisschen passiv-aggressiver, nenne ich es mal. Wenn du jetzt zuerst mit Bart und bombst, geht dann der Nebel weg. Also mit einer normalen Bombe. Kann man kurz mal gucken, ob das wirklich funktioniert. Das ist super praktisch. Das kostet dich zwar einen Angriff, aber der Nebel ist dafür instant weg. Ich habe auch nicht getroffen, aber hey. Ja. Das ist eine gute Taktik. Nee, aber ich glaube tatsächlich, jeder von euch kennt das doch wahrscheinlich, dass ihr in manchen Situationen dann einfach nicht mehr ganz so freundlich seid. Es gibt ja niemanden, der 24/7 super freundlich ist. Und wenn, dann ist das creepy. Unglaublich fake und creepy. Dementsprechend, klar, ich bin auch manchmal so, aber ich verteile gerne Seitenhiebe. Ich verteile manchmal auch Seitenhiebe gegen Leute, die ich mag, einfach. Meine Güte, man keckt sich ja auch so manchmal an. Huch!
Der kam schnell. Aber ja. Ich darf ins Publikum gucken, was es ist, und plötzlich hast du den Stein schon im Gesicht gehabt. Leo konnte sich das schon vorher teilweise vorstellen. Ja, finde das auch nicht unnormal. Ich starte den Stream und dann, du bist der liebste Mensch der Welt. Hallo Gunther übrigens. Fast ein Level ab. Ohne Kontext war das vielleicht ein bisschen seltsam, das gebe ich zu. Ja, erster Kampf und erstmal Nebel. Irgendwie ziehe ich den magisch an. Hast du Orden, die du reinnehmen könntest, weil du kurz vom Level up bist? Oder nimmst du ein KP oder BP? Achso. Ich hätte mal mit den richtig guten Aussagen nebenbei. KP plus, ja. BP plus. Oh. Der Dressman. KP plus. Mehr Items. Kann man die eigentlich mal sortieren? Die sind nämlich total durcheinander. So? Ja. Ist das lieber? Sind jetzt mal schön sortiert. Also ganz viele Angriffsattacken, die ich eigentlich sowieso nie benutze, wenn ich mal ehrlich bin. Power. Irgendwie schon. Ich weiß auch gar nicht, warum ich immer nur den benutze. Der ist am einfachsten auszuführen. Ja, der ist eigentlich echt ganz nett. Und das Erdbeben. Genau, das ist auch immer gut. So, hier ist mehr... Wie viel KP Plus habe ich eigentlich? So ein Kraft Plus hast du leider keinen mehr, ne? Nur für einen Kraft Plus mit einem Partner. Mhm. Weil das sicher auch nicht schlecht wäre, wenn du genug dafür hättest. Könnte noch mehr Verteidigung reinnehmen. Ja. Das wäre eigentlich auch ganz... Wenn du irgendwo noch zwei rausnehmen könntest. Das Herzelein P ja. Zum Beispiel. Könnte ich. Ja. 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 Also ich glaube, ein paar Ordenpunkte wären vielleicht ganz gut. Für mehr Verteidigung klingt geil. Was ist jetzt noch auf der anderen Seite? Ist da auch eine Tür? Da ist ein Gegner. Gut reagiert, dafür, dass du gerade kurz weggeguckt hast. Ja, ich habe gerade auf den Chat... Oh, ich habe auf meinen Popschutz gespuckt. Oh. Ich habe nur gerade auf den Chat geguckt, aber aus dem Augenwinkel gesehen, dass da irgendwas angelaufen kam. Alle genau vier. Wie viel macht ein Erdbeben? Zwei oder drei? Ja, nicht genug, ne? Ja, gut. Ja, hey, komm, Schaden. Sollen sie mal kommen gleich. Ist nie aufgefallen, dass KP plus Partner das Doppelte kostet wie KP plus. Echt, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Kriege ich jetzt den Pilz, den er hatte? Oder ist der auch mit in die Luft gegangen? Party! Oh. Ist natürlich in den Kämpfen immer ein bisschen schwer, auf den Chat zu gucken. Aber ich möchte mir das tatsächlich wieder angewöhnen, weil ich das Gefühl habe, in den letzten Paper Mario Streams habe ich mich immer sehr stark einfach nur aufs Spiel konzentriert. Deswegen wollte ich mal heute gucken, dass ich wieder ein bisschen mehr auf den Chat gucke. Jetzt brauche ich ja auch keine Angst mehr haben, dass da dumme Aussagen drin stehen. Hm. Ich sollte aufhören mit den Seitenhieben. Aber ich kann nicht. Scheiße. Viel Erfolg, Shiro. Kannst dich schon mal ein bisschen hypen für Pirate Warriors 4. Da kenne ich nämlich noch so einen. Hm. Oh, mein Pilz. Nice. Super Pilz. Tschüss. Der nächste wird sich freuen. Lexitra, danke schön für 7 Monate Treue. Hallo, ich bin eine dumme Aussage. Erstmal purgen. Die Tür ist zu, nehme ich mal an. Bitte Passwort eingeben. Das Passwort. Da. So. Ich bin mir ziemlich sicher, das Passwort wird Käse sein. Ja. Wie, falsches Passwort? Das verstehe ich jetzt aber nicht. Aurelius Buchse? Was? Nur weil Vogel unbedingt Aurelius Buchse haben will? Das Passwort könnte Passwort sein. Es gibt sehr viele Möglichkeiten. Ich glaube, das lassen wir erstmal. Dann nehme ich die andere Seite. Ist ja kein Problem. Huch. Hat hier irgendwer einen Zettel aufgehangen? Oder ist das Deko? Das ist Deko. Okay. Das sind 2 Ohren. Mhm. Kannst du den Zettel wirklich nicht lesen? Oh, von der Seite schon, von der anderen nicht. Zahnrad zurzeit in Reparatur. Also brauchst du wahrscheinlich ein Zahnrad. Boah.
Ja. Das heißt, auf der Etage komme ich scheinbar erstmal nicht weiter. Ja. Beziehungsweise vielleicht habe ich jetzt auch schnell was übersehen. Weil ich jetzt einfach nur kurz geguckt habe. Aber wir haben ja noch eine andere Etage, die wir uns erstmal angucken können. Ist ja nicht so, dass wir keine Möglichkeiten hätten. Untergeschoss 2, bitte. Oh, Gracie, ich wollte heute auch backen. Also, nicht heute, aber ich habe heute auch gedacht, ich würde gerne mal wieder backen. Und dadurch, dass wir allerdings wirklich nichts mehr im Haus hatten... Hatte ich dich schon? Du bist weiß. Du hast eine andere Farbe. Nee, wir hatten halt wirklich... Der Kühlschrank war leer, alles war leer. Deswegen haben wir heute sowieso schon einen sehr großen Einkauf getätigt. Ich hatte ich noch gar nicht. Und da habe ich mir das doch geklemmt, die ganzen Backzutaten noch zu kaufen, weil es halt sowieso schon so viel anderer Stuff war, den wir kaufen mussten. Aber vielleicht nächste Woche. Ich hätte da auch mal wieder Bock drauf, irgendwie einen Kuchen zu backen oder so. Zack. Das ist ein Forscher. Okay. Arbeitet an den Entwicklungen der Krusionen. Ah, 9 KP, 4 Angriff, 0 Verteidigung. Er wirft mit Chemikalien. Was könnte er mir entgegenwerfen, dass es mich verletzt, wenn es mich trifft? Säure. Oder explodiert irgendwas bei Kontakt? Wenn er Pikrinsäure nach dir wirft, explodiert sie. Dann wirft er... Was ist das? Soll auch ein chemischer Stoff. Okay, dann wirft er wahrscheinlich sehr, genau das. Sehr leicht explodiert, wenn du ihn ein bisschen schüttelst. Dadurch kannst du auch kleiner werden oder Feuer fangen. Gibt's auch was, was bei Berührung mich in Brand setzt? Ich glaube, Schrumpfen... Ein Molotow-Cocktail. Dann wirft er den auch. Ich glaube, kleiner werden wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Kann eh nicht mehr kleiner werden. Forscher haben auch Mittel, um sich zu schützen oder ihre KP aufzufüllen. Wirklich widerliche Gegner. Besieg sie schnell, bevor es Probleme gibt. Ja, dann wissen wir ja schon mal, was der so wirft. Hallo übrigens an die, die gerade noch dazugekommen sind. Ich war so mit meinen Chemikalien beschäftigt, dass ich bestimmt den einen oder anderen übersehen habe. Fühlt euch trotzdem nett begrüßt. Darfst du erstmal gehen. Bevor du mir irgendwas Blödes an den Kopf wirfst. Im wahrsten Sinne des Wortes. Was möchtest du jetzt von mir? Ah, mir einfach ins Gesicht treten. Das geht natürlich auch. Wir sollten einfach alle zusammenbacken. Meine Küche ist so klein. Wenn wir hier schon. Bei der Wachdienstreihe. Ja, wenn wir hier schon zu viert sind, also wenn Kai und Gracie da sind, dann passen wir schon kaum alle in die Küche. Also wir passen alle rein, aber dann kann man sich ja nicht mehr drehen. Dementsprechend, ich glaube, wenn jetzt noch mehr Leute kommen, könnte das eventuell sehr eng werden. Aber prinzipiell können wir gerne mal zusammen backen. Level up? Level up. Level up. Level auf, Fuß. Das Roulette ist nur Deko, das stimmt tatsächlich. So. Ich glaube, ich habe einmal oder zweimal das Roulette tatsächlich geschafft, in Anführungszeichen. Dann auch noch mit dem Giftpilz. So. Guck erstmal, was hier auf dem Gang so ist. So, was wollten wir jetzt reinnehmen? Mehr Verteidigung eigentlich, oder? Hatten wir gesagt. Mhm. Ich glaube, das andere Ding da raus. Ja. Das. Jo. Und dafür mehr Verteidigung für mich, weil ich bin egoistisch scheinbar. Ach so. Vor allem, wenn du drauf gehst, dann ist es auch vorbei. Wenn deine Partner drauf gehen, hast du noch ein paar zum Auswechseln. Ja. Also da war der Fahrstuhl, da waren noch zwei Türen. Hier ist noch eine Tür. Was? Die haben gespuckt. Ah! Ich wollte gerade sagen, da war doch überhaupt keiner. Ich war gerade kurz... sehr irritiert. Ach so, der fliegt da oben. Aber du machst mit Sprung, glaube ich, mehr Schaden, oder? Ich glaube, 2x4 macht der Sprung. Ja, dann ist der Schutzschildtyp nämlich schon mal weg. Und dann hätte ich aber gerne wieder Bartom, weil der so ziemlich den meisten Schaden drückt und das ohne, dass ich viel machen muss. So, was wirfst du jetzt nach mir? Pisse. Okay. Okay. Das ist Sellout. Was? Moment, ich muss den Sellout gleich lesen. Süß. Leute, anstatt einen Adblocker zu verwenden, subbt lieber Svenja. Dann habt ihr nie mehr Werbung.
nie mehr Werbung. Ach so, nie mehr Werbung bei ihr. Sellout noch besser. Im September bezahlt nur die Hälfte. Versuchst du gerade die Münzen einzusammeln? Ja, aber es funktioniert nicht so von der Seite. Ja, Gracie, perfekt. Einfach im September subben, dann habt ihr nämlich keine Werbung und ihr habt noch geile Emotes. Meine Güte, wie lang ist dieser Gang, bitteschön? Holy shit. Erstmal alles mitnehmen. Ja gut, das Roger schreibt, stimmt. Du hast ja den Boost durch. Du hast ja einen Orden drin, der deinen Angriff boostet. Und der wirkt natürlich auf dem Sprung doppelt, während der auf dem Hammer nur einmal wirkt. Ja gut. Das sind einige. Ach komm, why not? Und den Rest springt dann Bartomb weg mit Gucken seiner Mega-Bombe. Ich mag die Sternattacke eigentlich gar nicht so gerne, weil ich die sehr anstrengend finde. Und sie jetzt einfach hart verkackt habe. Okay. Die Sache ist, man kann bei der Sternattacke wirklich immer ein bisschen früher drücken. Also man muss nicht genau drücken, wenn es halt auf diesem Zeichen ist. Du kannst halt vorher schon drücken. Aber irgendwie klappt das auch nicht immer so gut. Fragt mich nicht. Aber mashen kann ich. Also gut, genau gepasst. Ja. Nice. Viele Erfahrungspunkte. So. Unterstütze einfach durch Werbung schauen. Manchmal ist es auch recht interessant. Manchmal ist es tatsächlich interessant, was da so an Werbung kommt, aber du bist ja auch Sub. Also unterstützt du ja dann quasi doppelt. Ich fang mal einfach hier an. Jetzt bin ich einmal hier. Ja. Gut ausgewichen. Also der Neuer, oder? Ich glaube. Ach, hier ist sein Thron quasi. Hi. Oh, ich wollte ihn eigentlich noch hämmern. Ja, den hatten wir auch noch nicht. Dann Umbrina. Zack. Es gibt ja auch einen Orden, der, glaube ich, automatisch die KP anzeigt, aber ich will halt einfach die Texte auch immer haben. Kusimat XXL. Das XX spricht sich hier aus wie Kreuz-Kreuz. Also Kreuz-Kreuz-L. Okay. Diese neuen Kusimaten sollen hier Schlüsselpositionen sichern. Jedenfalls sind sie nicht dazu konstruiert, zu verlieren. 10 KP, 3 Angriff, 1 Verteidigung. Sie können wohl 2 Mini-Krusimaten auf einmal erscheinen lassen. Außerdem können sie dich mit einem Angriff ziemlich leicht lahmlegen. Wenn wir ihre Angriffe nicht abwehren, wird der Kampf ziemlich schwierig. Wie? Okay. Gucken wir mal. Der Krusimat Kreuz Kreuz L. Ah. Oha, der stoppt mich also. Und du musst jetzt 2 Dinger von denen in einer Runde kaputt kriegen. Hm. Können die... Kannst du noch auswechseln? Ja. Wer könnte denn? Bartomb? Jemand, der jetzt mehrere Gegner auf einmal treffen kann. Bartomb oder Barbara. Oh, kann gar nichts machen, diese Runde einfach. Na gut. Dann halt in der nächsten Runde. Oder auch nicht. Wobei, Bartomb steht. Immerhin. Jetzt so diese Attacke aus dem ersten Teil von Sushi. Mit dieser Riesenwelle, die habe ich immer richtig gerne gemocht. Mhm. Ja, richtig. Ich habe den Sternenangriff einfach mit Absicht verkackt, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte. Vielleicht bin ich auch einfach etwas aus der Übung. So, jetzt sind die weg. Oh. Erstmal ein Powerboost. Hieß es Tsunami? Ich glaube. Aber ich mochte ja Sushi im ersten Teil sowieso mit am liebsten. Weil, weiß nicht, ich fand das einfach sehr kreativ, einen Cheep-Cheep dabei zu haben. Plus, ich mochte die Attacke halt sehr gerne. Also, die sind nervig. Mhm. Das können wir, glaube ich, schon mal festhalten. Hättest du den angeschwächt, wäre es sogar ein bisschen einfacher gewesen. Hätte ich ihn was? Den angeschwächt. Ach so. Den Angriff. Oh. Selbstzerstörung eingeleitet. Ach so. Oh. Also hier sind meine Lieblingspartner, glaube ich, auf jeden Fall Yoshiro. Huch. Yoshiro ist into Sub. Peter,
Danke, dass du Desi einen Sub geschenkt hast. Das ist voll lieb von dir. Danke. Ja, also ich mag Yoshiro total gerne, weil ich Yoshi halt generell immer mag. Yoshi ist total süß und ich mag halt seine Signature-Attacke, also wo er quasi den Gegner einsaugt und wieder ausspuckt, ist einfach super praktisch. Barbara ist Waifu oder Husbando, sucht's euch aus. Ist im Kampf halt auch recht nützlich, nicht die nützlichste, aber ich mag sie einfach. Ich finde das einfach so genial, dass quasi jemand, der auf der Gegnerseite war, jetzt mein Partner ist. Und Bartom. Bartom finde ich im Kampf einfach super praktisch, weil er einfach alles platt macht. Ansonsten, Nagirine ist halt da. Die ist halt optional und ja, schön. Gumrina mag ich prinzipiell auch, aber ich benutze sie halt überwiegend nur zum Scannen. Kupio ist ganz nett am Anfang gewesen. Und ja, Yoshiro mag ich, Barbara mag ich und Bartom. Lustigerweise die letzten Partner, die wir bekommen haben. Die ersten beiden sind halt sehr basic, aber okay, Nagirine ist halt da. Ja. So viel dazu. So. Ach, hier war ich doch mit Peach schon mal. Und über dieses große lila Ding sprechen wir nicht. Hätte er schon sein Aquarium mal ein bisschen schöner dekorieren können, oder? Mhm. So ein paar Pflanzen oder so. Was ist auf diesem Stuhl da? Die Lehne, ne? Ja! Also, wahrscheinlich war das mal ein Tisch. Und auf der einen Seite sind die Beine abgebrochen und jetzt ist es ein Stuhl. Aus einem Aquarium hätte ich auch wieder. Immer wenn ich ein Aquarium sehe, denke ich mir, ich hätte auch gerne wieder eins. Und dann denke ich wieder, ich muss es putzen. So, öffne eine Tür im Hauptquartier der Krusion. Okay. Dann können wir hier, glaube ich, wieder... Gib der Palme doch mal ein bisschen Wasser. Oder dem Gummibaum. Ich weiß nicht, wie der auf diesem Stuhl sitzen möchte. Ich hinterfrage es auch einfach nicht. Ich weiß auch nicht, warum der gerade nicht da ist. Ist der gerade auf dem Klo oder so? Okay, dann gehen wir jetzt einfach mal hier weiter. Einfach chronologisch durch und gucken, was wir so finden. Ach, hier war der Raum zum Umziehen. Reihenfolge der Schalter. Links, rechts, Mitte. Nicht vergessen. Wo ist mein Zettel? Links, rechts, Mitte. Ich habe nämlich kein gutes Kurzzeitgedächtnis. Ich weiß nicht, wofür ich das brauche, aber ich habe es nochmal aufgeschrieben. Aktueller Sicherheitscode. Ja, den muss ich auf jeden Fall aufschreiben. Close one. Keine 1408. 014029. So. Nicht vergessen. Und deswegen, liebe Kinder, erkundet man alles vernünftig, um sowas mitzunehmen. Ich finde das lustig, wie die Türen mich immer wegschieben. Ist da irgendwas? Aber ich glaube nicht. Ich glaube, das würde ich sehen. Jetzt Peach beim Umziehen beobachten. Das würde mir Sorgen machen, wenn da jetzt jemand drin wäre. Inklusive. Ja, da müsste er leider auch dran glauben. Aber gut, der Raum ist wahrscheinlich einfach nur für die Codes da. Die haben wir uns ja aufgeschrieben. Achso, das ist einfach nur die Markierung. Ich dachte erst, da wäre ein Sternensplitter. Ich habe nur das Gelbe gesehen. Da geht's wieder hoch. Dann hier rein. Hallo? Stream, nicht sterben. Wenn, dann liegt's an dir. Bei mir läuft alles. Aber ich drück die Daumen, dass er nicht abkratzt. So. Warum mache ich die Attacke eigentlich immer? Die macht mich immer furchtbar nervös. Irgendwann mash ich einfach am Ende nur noch, weil die so eng sind. Das war doch schon mal ein ganz guter Schaden. Dann können wir dich nämlich auch erstmal direkt beseitigen, bevor du wieder irgendwelche seltsamen Dinge nach mir wirfst. Hallo, Omat. Na, bist du immer noch fleißig am Monster Hunter spielen? Ist das Spiel immer noch geil? Steine nach mir werfen. Lilith,
Vielen Dank für die Donation. Ich guck gleich nach dem Kampf, ob du irgendwas dazu geschrieben hast. Aber auf jeden Fall schon mal Dankeschön. So. Ach, dich kann ich gar nicht in die Luft jagen. Ich bin zu klein dafür. Dann halt so. Ich finde das lustig, dass Gumbrina drankommt, aber Bartom nicht, obwohl die ungefähr die gleiche Form haben. Bartom kann ja nicht springen. Ja, er kann sprengen, aber nicht springen.